Hey ho und herzlich willkommen zu Super Castlevania oder auch Castlevania 4, wie manche sagen, auf dem Kükenkanal. Ich dachte mir nämlich, jetzt da wir Oktober haben und Halloween vor der Tür steht, sollten wir uns auch ein Videospiel ansehen, in dem es um den Fürsten der Finsternis selbst geht, Dracula, dessen Grab wir gerade besuchen, nachdem Simon Belmont ihm im ersten Teil der Reihe bereits bezwungen hatte. Oder war es vielleicht sogar schon wieder im zweiten? Nun ja. Was? Was zum... Oh nein. Er ist auferstanden. Dracula kehrt zurück und bringt Unheil über Transsilvanien. Und nun erfahren wir noch ein bisschen mehr über die Story, die ich ja jetzt im vierten Teil leider so ein bisschen aus dem Stegreif reiße. Bisher hatte ich ja nur Castlevania 1 für NES kurz aufgepickt. Unter anderem auch, weil mir gesagt wurde, dass die ersten Teile der Reihe sehr schwer sein sollen. Aber persönlich habe ich schon sehr Interesse an den Spielen. Und ich dachte mir, ja gut, ich versuch mich jetzt erstmal mit dem Super Nintendo-Teil, der auch so ziemlich einer der besseren sein soll, oder der besten, besser gesagt. Ansonsten wird ja vor allem der PlayStation 1-Teil Symphony of the Night sehr gelobt, der ja auch das Backtracking-Genre sehr geprägt hat, weshalb man heutzutage ja auch immer dieses geflügelte Wort Metroidvania immer wieder rausschallt, sag ich jetzt mal. Aber nun gut, trotz alledem bleibt gesagt, wir müssen Dracula bekämpfen. Wieder einmal wird jemand aus der Belmont-Familie konfrontiert. Wie ein Fluch bekämpfen sich ja beide Fronten, sowohl die Familie des Dracula als auch die Belmonts. Und nun ist es auch wieder so, dass Simon Belmont selbst dazu gerufen wird, Dracula erneut zu vernichten. Nur mit seiner Peitsche und dem Mut in seinem Herzen wird er versuchen, den Frieden in Transsilvanien wiederherzustellen. Gut, dann starten wir jetzt mit Wolfsgeheul. Enter your name. Okay. Oh, schön, hört sich an wie ein Herzschlag. Nun gut. Passt ja zur Atmosphäre, ne? Wohlan. So laufen wir denn geschwind zum Schloss des Dracula selbst. Ich habe eine Wurfwaffe auf R. Keine Ahnung, was das war. Habe ich ein Menü? Nein, habe ich nicht. Herzen sind wohl zum Sammeln, wie ich oben sehe. Okay. Es gibt jetzt definitiv keinen Weg mehr zurück. Nun gut. Versuche mal, jede Kerze mitzunehmen. Jedes Herzchen. Vielleicht bringt mir das ja später was. Ich weiß es nicht. Hundertprozentig ist es ein Let's Play. Aber wir haben jetzt gerade ein bisschen Taschengeld gefunden. Yay! Hier auch mal wieder. Ah, okay. Und jetzt laufe ich hier hinter dem Gitter herum. Finde ich ja gerade auch sehr cool, sehr interessant. Wie bei Super Mario World. Fragt mich nicht, bei welchem Spiel das erste war. Kann ich jetzt zum Beispiel die Kerze dann nicht mehr erwischen, aber immerhin dieses moonwalkende Skelett. So, Bams, Bams. Okay, vielleicht sollte ich mich mit dem Sammeln nicht ganz so sehr beschäftigen, weil ich gerade die Zeitanzeige ja auch bemerkt habe. Aua! Und meine Energie! Ach so, von den Herzen kriege ich jetzt natürlich keine Energie wieder zurück. Ja, wie nett. Okay. Ach so.
Ah, ein Stück Fleisch von einer Kerze. Frisch geröstet, aber mit ein bisschen Wachsaroma. Naja, man kann nicht alles haben. Dann gehen wir mal weiter. Was ist das? Kann man das kaputt hauen? Ja, kann man. Gut. Ach, eine andere Wurfwaffe. Verhält die sich auch irgendwie anders? Oder bin ich nicht. Okay, mal so gerade nach vorne. Aber prinzipiell nicht verkehrt. Au! Okay, hab ich da auf. Ah, okay. Mehrere erwischt. Immerhin. Ein bisschen Geld. Bäh. Ich habe eine Vase gefunden. Das ist schön. Ist hier noch was? Da scheint man da was kaputt machen zu können. Jetzt kann ich aber nicht mehr zurück. Schade. Nun gut. Bäh. Böse Fledermaus. Die wieder Feuer? Ja, tun sie. Drei Flammen, gut. Da noch ein Herz, da noch ein großes Herz. Vielleicht kriege ich ja ein Leben, wenn ich 100 voll habe. Jetzt habe ich ein Messer. Fliegt ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Ich muss die Wurfwaffen an sich aber leider noch kennenlernen. Das Kreuz scheint aber mehr Wumms zu haben auch. Ja, jetzt habe ich zwei Messerwürfe gebraucht. Ah, okay. Warte. Okay. Für den ersten Probelauf gar nicht mal so verkehrt. Ich finde das auch sehr interessant. Und natürlich auch, dass man in der Diagonalen peitschen kann. Das war wohl erstmals auch bei dem Teil, also im NES-Original, natürlich noch nicht. Beim Erstling. Gehen wir mal weiter. Da sind schon wieder ein paar ganz agile Leutchens. Ist das Weihwasser? Ich weiß nicht genau. Das würde aber Sinn ergeben, wenn es das denn wäre. Vielleicht so eine begrenzte Unverwundbarkeit mit dem Zeug. Er ist aber ganz aktiv hier. Guck mal, was hier noch drin ist. Noch ein kleines Herzchen. Bäh. Nimm das. So. Weiter geht's. Mensch, den habe ich auch übersehen. Oh, oh, oh. Egal. Bäh. Hier kommt schon der Schimmel runter. Was soll das denn? Hat er auch. Weg. Großes Herz. Leider habe ich kein großes Herz für Vampire. Puff, geht kaputt. Pferdeköpfe. Manche haben die in ihrem Bett. Hier fliegen sie von den Wänden herunter und krauchen hier mal eben auf dem Boden entlang. Ems. Okay. Ist da draußen ein Pferdeskelett auf der Weide? Sehe ich jetzt erst. Bäh. Ah, okay. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich eine Uhr eingesammelt habe. Ich kann damit wohl die Gegner kurzfristig zum Halten bringen. Lecker Wandfleisch. Das sind echt Pferde auf der Weide, also Skelettpferde. Yay. Man hat an alles gedacht hier. Ich nehme das Messerchen und peitsche mal eben ein paar Geister aus, die mir sonst zu nahe kommen. Bäh. Okay, rechts kann ich nicht weiter, dann eben hier lang. Sollte hin und wieder mal auf den Boden achten. Hier liegt auch noch ein Kumpel.
Noch ein Fleisch. Dankeschön. Der erste Boss. Natürlich ein berittenes Skelett. Nee. Genau, erstmal den kaputt hauen, den Kollegen hier. Und dann. Böser Trick. Ich habe ein pulsierendes Orb gewonnen. Geil! Jetzt, warum sind jetzt meine Herzen wieder auf Null? Okay, da sind wir lang gegangen. Im Zickzack. Bis. Soweit? Sind wir schon über den Fluss gegangen oder werden wir jetzt über den Fluss gehen? Finden wir es raus. Da kommen schon kleine Händchen aus dem Boden. Ja, wir sind am Friedhof. Ja, ich war sehr schlecht gerade gesehen. Würdet ihr bitte aufhören, hier rumzufummeln? Diese Fußfetischisten heutzutage. Oh, cool, was habe ich hier? Eine Axt. Geil. Eine Wurfaxt. Benutzen wir direkt hier gegen. Alles Mögliche. Nee, auf der Edge! Okay. Ich hätte gerade gedacht, jetzt passiert was Schlimmes. Wir gehen einfach nur runter. Kann ich mich hier irgendwie nach oben hangeln? Ich habe gerade nicht so wirklich Lust, nach unten zu gehen. So tief meine ich, so wegen Hölle und Krams und so. So, der Schild zumindest nicht mehr. Okay. So. Okay. Kann ich mich nicht hier irgendwie hochhangeln mit der Peitsche? Das wäre natürlich cool. Aber ich glaube, naja, ganz so praktisch ist das dann leider nicht. Jede Menge Kerzen hier. Jede Menge Herzen. Und ein bisschen Geld. Links oder rechts? Oh, links war Wandfleisch. Oder Kerzenfleisch. Wenn man es nimmt. Okay. Und nicht runterfahren. Da kommt mir gleich ein Gebüsch entgegen. Bäh! Natürlich etwas unpraktisch mit der Axt, wenn die über die Monster drumherum fliegt. Aber ich glaube, wir haben diesen Bereich jetzt erstmal geklärt. Weiter geht's. Am besten nicht in die Suppe da unten fallen. Tut mir leid. Es war Notwehr. Immer diese Aufdringlichen hier. Ich hätte gerne noch mal ein kleines Stückchen Kerzenschinken. Oder ist das zu viel verlangt? Wahrscheinlich. Ah, cool, ich habe die Uhr. Aber die lässt wirklich nur Monster halten, nicht etwa die Plattförmchen. Naja, dafür habe ich den Vogel jetzt in der Luft erwischt. Hier vielleicht? Nö, aber Herzen. Böser Frosch. Böse Fledermaus. Ups. Ah, okay. Hier, Fußball nicht. Ih, was war das denn jetzt? Nun gut. Nee. Das nicht so schnell. Oh nein! Du! Willst du mir holen? Nee, lieber nicht. Da
Dann habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, dass da die Uhr war. Das ist nur ein kleines Herzchen. Ging auch ohne Uhr. Okay, ich kann mich glücklicherweise aus dem Wasser wieder rausjumpen. Er ist geplatzt. Da kann ich nichts für. Das war Notwehr. Jetzt haben wir das Teil wieder. Bäh. Das lief irgendwie nicht ganz so, wie es mir erhofft habe. Aber hey, ich habe ihn besiegt. Bäh. Der kam etwas unerwartet. Böser Vogel! Nee. Nee. Ich grusel mich schon vor Hängebrücken. Oh, lecker Fleisch. Kerzenfleisch. Auch merkwürdig, dass die Kerzen hier in der Luft schweben, aber ich mecker nicht. Ich bin dankbar für alles, was ich bekomme. Nee. Zweite Runde. Na gut. Dann kommt mal her. Nee, natürlich. Ein Schlangengegner. Der mit Schlangen wirft. Nee. Geschafft. Yay! Cool. Jetzt bin ich beim Fluss. Wenn mich so ein bisschen in eine Richtung auch treibt. Also ich kann noch gegenlaufen zum Glück, aber ja gut, wir müssen eh nach rechts, von daher. Großes Vieh. Hä? Wie treibt mich das denn jetzt nach... Naja, okay. Ich laufe jetzt einfach gegen die Strömung. Ein Riesenvieh, ey. Wieder nach rechts getrieben. Ich habe es mir nicht eingebildet. Ein Stück Schinken. Ich traue den Spitzen gerade nicht. Immer noch die Richtung. Bäh. Bäh. Na geht doch. Yay. Bäh. Hier fliegen Hände rum. Okay. Also, einfallsreich ist das Spiel auf jeden Fall. Ja, ich mag's langsam. Ich finde die Musik auch sehr toll. Gut. Und damit haben wir diese Stage auch absolviert. Nun geht es weiter. Vom Fluss wieder über die steinigen Passagen zum nächsten Fluss. Anscheinend. Okay, das war eine... Gut. Eine Tropfsteinhöhle. Warum auch nicht? Bäh. Dracula schickt seine Speer. Die kleinen flatterigen Speer. Und Matschmonster. Oh! Die halbieren sich, beziehungsweise werden kleiner. Ja, cool. Gibt's mehr zu verdreschen, ne? Geh weg. Ich weiß nicht, was das war. Ich hätte gern ein Menü, wo ich mir so ein paar Sachen ansehen kann. Beispielsweise eben, was ich hier einsammle. Und wieso überhaupt? Thank you.
gesagt. Anscheinend geht's jetzt ein bisschen runter. Ich nehme das Zeug aber noch mit. Ach, die Axt. Ja, die fällt natürlich nicht auf den Gegner drauf. Na gut. Ach, cool. Cool. Jackpot. Ja. Und da drunter, da ganz hinten ein dickes Steak, ein Braten. Oh. Jetzt habe ich wieder Weihwasser. Ist jetzt nicht gerade das weit, am weitesten fliegende Wurfgeschoss, aber egal. Das bringt ja irgendwie gar nichts, oder? So gefühlt. Also wenn er wirklich direkt vor mir ist, der Gegner, meine ich jetzt. Aber ansonsten so gefühlt man nichts. Jetzt ist das Herz weg. Jetzt habe ich wieder das eingesammelt. Ich dachte gerade, das wären vielleicht auch sammelbare Buchstaben, wie sie zum Beispiel bei Mega Man vorkommen. Oder Donkey Kong Country war es zum Beispiel auch. Dass du dann die Buchstaben für das Wort Kong sammeln musstest. Und dann hast du ein Bonus-Level bekommen. Also beziehungsweise den Eintritt dazu. Prinzipiell nicht wirklich verkehrt, nicht schlecht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das hier auch so ist. Und vor allem wird mir nicht angezeigt, was... Ach doch, ganz rechts. Ganz oben rechts wird mir ein kleines Steinplättchen gezeigt mit einer römischen 2. Vielleicht heißt das ja, dass ich jetzt zwei von diesen Platten gefunden habe. Was auch immer. Ja, das bringt aber gar nichts gegen diese Alge da. Naja gut, dann gehen wir einfach weiter. Yay, ich habe ein Bumerang-Kreuz, was auch immer. Dass diese Alge irgendwie gar nichts tut. Ich glaube, sie ist unverwundbar. Geht weg. Ich brauche das Herz. Für mein Ego. Wirklich viel scheinen die Dinger ja doch nicht zu bringen, oder? Na gut, Punkte. Ein Hoch auf Punkte. Was wäre ein Videospiel ohne Punkte, ne? Und ich habe da immer ein bisschen Angst, dass ich daneben hau. Genau sowas. Schon wieder das. Jetzt ist aber wirklich alles weg, ne? Herzen. Böser Timer. Ja, ich möchte trotzdem gucken, dass ich diese Stage hier noch schaffe. Die Steinplatte ist auch weg, ganz rechts oben. Das wollte ich sagen. Ist ein bisschen schade drum. Ich hätte gerne am Ende der Stage herausgefunden, was es damit auf sich hat. Weil Sammeln, das macht dann wirklich nicht viel Spaß, wenn das immer resettet wird, nur weil man jetzt einmal runtergefallen ist. P03 ist wahrscheinlich, dass ich dreimal noch spielen kann. Also leben. Rate ich jetzt einfach mal. Hoffe ich jetzt einfach mal. Schon wieder so eine blöde Alge. Ich weiß nicht, warum ich sie Alge nenne, aber... Eigentlich wäre das eine Alge würdiger. Aber egal. Ein kleines Bildchen halt, ne? So ein Seetang-Bildchen oder was auch immer. Manchmal geht meine Fantasie auch mit mir durch. Wieder so ein Vieh. Oh! Achso, geht auch. Okay. Komm schon! Ja! So, jetzt mal mit Schwung und... Hoppa! Mensch. Nehmen wir mal mit. Wer weiß. Vielleicht hat es ja gleich einen Vorteil. Yep. Schade, dass ich dich damit nicht kaputt pieksen kann. Nein! Ärgerlich!
Zeit ist auch wieder bei 500, ne? Wie auch immer man die Zeiteinheiten in solchen Videospielen definieren mag. Ja, wie bei Super Mario, dass es keine echten Sekunden sind. Obwohl... Na gut, könnten annähernd echte Sekunden sein. Okay, geht auch in dem Zustand kaputt. Geht's. Yep. Wieder ein bisschen Geld. Ich versuche zumindest Sachen zu sammeln. Wenn es halt nicht hundertprozentig ist, dann ist mir das eigentlich auch egal. Ich spiele das Spiel ja auch zum ersten Mal, muss ich gestehen. Hier war ein großes Herz. Bäh. Und einmal mit Schwung, komm! Ja. So. Warte. Obwohl, das Kreuz ist, glaub ich, ein bisschen besser, ne? Vielleicht bilde ich es mir aber auch ein. Erstmal. Zip. Geht immer weiter hinauf. Das wäre so eine kleine Babyfledermaus. Oh nein! Ich habe sie doch noch gesehen. Ich wollte sie doch noch. Ich wollte noch so nach unten peitschen. Was ist das jetzt? Das ist einfach nur. Keine Ahnung. Ja, toll. Ganz so viele Leben habe ich jetzt auch nicht mehr. Das wäre jetzt auch ein bisschen doof. Und so langsam ist die Luft bei mir raus, was? Das wäre aber blöd. Na komm. Ich hab gedacht, der springt nicht ganz so hoch, aber. Nee, er springt immer dieselbe Höhe, egal wie zart ich den Button drücke. Ja. Ach, jetzt muss die Passage aber mal gelingen, oder? Kann nicht sein, dass ich mich hier an so Kleinigkeiten immer aufhalten lasse. Wie Algen und komische Knochenköpfe und kleine Federmäuschen, die mich von Plattformen runterschubsen. Kleinen bösen Viecher hier. Na komm, einmal. Jippa! Warte kurz, jetzt habe ich gar keine. Ach nee. Wir sind schon so weit oben. Ich will nicht runterfallen. Nein! Boah, ist doch nicht wahr. Player 00. Letzte Gelegenheit. Ja, das Sammeln macht wirklich nicht so viel Spaß. Deswegen gehe ich jetzt einfach direkt nach rechts weiter. Nein! Zu früh losgelassen. Nein! Oh, was Peinliches. Okay, Passwort. Mit dem Passwort mache ich dann im nächsten Part weiter, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Danke für eure Geduld mit mir. Ja, irgendwie war jetzt am Ende wirklich ein bisschen die Luft raus. Aber hey, kann nur besser werden, ne? Also, bis bald und tschüss!